aktuell tatsächlich. So, Ruin, wo bist du? Hinter mir? Nein. Hätte ja sein können, dass Ruin so hinter mir lauert. Wo ist denn Ruin? Da. Manchmal sehe ich Ruin echt schlecht. Frag mich nicht warum. So, ich tu mal so, als ob ich den einen da nicht gesehen habe gerade. Oh, da ist noch einer. Hey, na? Okay. Dann holen wir uns den, beziehungsweise Sekunde. Hier ist leider nichts, was sie droppen, könnten, mein Freund. So, wir holen uns erstmal eine Axt. Wo krabbelst du denn jetzt hin? Hallo? Da. Okay, wir stehen so. Dürfen wir nicht geblendet werden eigentlich. Der andere Typ hat sich geheilt. Ich glaube, das hier wird hoffentlich wieder eine bessere Runde als gerade. So, da hinten. Da. Und der andere wird hier in der Nähe sein. Wir gucken mal, was der da macht. Der sieht nämlich so ein bisschen so aus, so wie der geschlichen ist gerade. Als würde der so sneaky nach Totems suchen. Das fände ich überhaupt nicht gut. Weißt du, Leute wie dich können wir nicht besonders gut leiden hier im Stream. Das habe ich schon ein paar Mal heute erwähnt. Aber sie kommen immer wieder. Schaffe ich das? Yo, das schaffe ich. Strike verkackt? Nö, leider nicht. Da hinten warten sie und heilen sich. Oh, Grants, das wäre so schön gewesen. Weiß nicht genau, warum er das gemacht hat. Dwight, wieso hast du das getan? So, der andere Typ hat seinen Strike aber noch, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir die Chance haben, Memento Mori, zack, der Typ, oder? Klingt danach ein Plan für euch. So, das ist die dritte Zutat für mein Barbecue. Da macht einer einen Generator, die anderen beiden laufen da rum. Naja, okay, sorry, aber wenn Leute Generatoren machen, das ist halt so... Das ist halt das Schlimmste, was ihr machen könnt. Außer mir auf den Sack gehen. Boah, gehst du jetzt echt retten? Dwight, machst du das wirklich? Überleg's dir nochmal. So, Dwight kann ja gerne liegen bleiben. Ich brauche erstmal sie. Sie ist nämlich noch nicht im Chili. Wir riskieren's. Die andere soll mal schön retten gehen. Danke. Runde geht mir hier sonst auch ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich sagen. Das ist so... Auf den roten Rängen, ey. Was ist denn da los? Kann man fast gar nicht glauben, dass wir hier auf den roten Rängen sind. In dieser Runde jetzt gerade, finde ich. So, es sind viele Leute verletzt. Und dort... Warte. Da sind sie alle. Oh, der arme Dwight. Hey, du bist meine Obsession, richtig? Dich will ich töten. Oh, Grins. Gut gemacht. Okay, dich töten wir. Und Dwight... Hey, hey, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Und Dwight wird aufgehangen. Klingt das nach einem Plan? Ich finde schon. Leni, mach's gut. Schön, dass du da warst. Schlaf schön. Bis zum nächsten Mal. Ey, du bist aufgestanden? Habe ich dir das erlaubt? Nein. Richtig. Das ist schon wieder eine recht interessante Runde jetzt, ne? Die gute alte Jägerin. Ich wollte gerade sagen, kann ich die nicht erwischen von hier? Ist das Dwight? Wir jagen ihn mal. Schade.
Oh, das war aber richtiger Pro-Wurf, Friends. Richtiger Pro-Wurf. Hey, Dwighty Boy. Ah, ich dachte, er geht durch. Okay, lauf weg. Wir machen den Generator, holen uns noch eine Axt. Und ihr könnt den anderen Typen gerne mal befreien. Hallo. Nur weil mein Essen fertig ist, muss es ja nicht so jetzt enden. Die arme Nia. Sie hat es nicht anders verdient. Warum? Keine Ahnung. Zack. So, du hast ihn einfach so abgehangen. Das macht man doch nicht, Clödia. Oh, shit. Oh, warte, wollen wir den mal überraschen? Ja. Oh, schade. Ich möchte sie gerne haben. Okay, da vorne ist ein Haken frei. Alex, du hilfst Evra in der... Dankeschön. Dankeschön für ihre Mitarbeit. Ich denke, das wird auf jeden Fall Full Team Wipe. Das Schöne ist, durch das Memento Mori bekommen wir trotzdem keinen Double Pip. Hä? Obwohl, eigentlich ist es scheißegal, wir sind jetzt sowieso auf den roten Rängen. So, pass auf, wollen wir mal was probieren? Warte mal hier. Nah, fail. Dachte, ich kann sie vielleicht erwischen. Da vorne waren sie. Wir gehen natürlich, wenn auf Evra, wenn ich beide sehe. Evra. Hier ist er lang gegangen. Aber wo ist er hin? Ich weiß gerade wirklich nicht, wo er ist. Na gut, sie haben da hinten abgehangen. Dann gehen wir dahin. Barbecue, ey. Barbecue hat uns richtig gute Dienste geleistet in dieser Runde. Viele Leute wir dadurch entdeckt haben. Nicht schlecht. So, da wurde abgegangen. Sie sind nach links weggerannt, scheinbar. Oder? Hm, weil da... Ah. Ach, Mann! So knapp. Okay, wir holen uns natürlich ihn. Macht die Jagd einfach ein bisschen spannender, auf den zu gehen, der noch nicht verletzt ist. Hey, bist du umgedreht? Du Schlingel. Ah, okay. Aha, wo kommt er denn her? Okay, neuer Dwight, neues Glück. Hey, warte mal, soll ich den nochmal überraschen? Ja gut, komm. Dann mach dein Shit. So, wir holen uns hier eine neue Axt. Wo ist der andere? Vergessen, wo ich ihn umgeworfen habe. Hier? Ja. Ja, ja, ja. Aber ein Haken. Der ist down. Oh, die andere macht mein Totem. Das gibt Ärger jetzt. Das gibt Ärger. Clödia. So nicht. Ich war so nett zu dir. War ich das? Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Bestimmt waren wir es. Sie ist nicht weggerannt, oder? Wäre zu schön gewesen. Okay. Dann gehen wir hier jetzt weg. Hinten war Dwight. Ich weiß nicht, ob er da geblieben ist. Wahrscheinlich ja. Facecamp für Clödia, aber echt. Hat sie verdient. Hier wird nicht gearbeitet. Ich denke mal, sie hat sich da hinten irgendwo versteckt, arbeitet jetzt an dem Generator. Und hier ist Dwight. Boah, er macht weiter. Er macht weiter. Er will's wissen. So, Dwighty Boy. Ah, schade. Aber diesmal bin ich hinterher. Ich habe jetzt zwei, dreimal probiert, den irgendwie
eine kleine Falle zu stellen oder so. Aber irgendwann hat er sich gedacht, nö, ich falle jetzt auf die ganzen Tricks nicht mehr rein. Ich renne einfach weiter. War eigentlich das Beste, was er machen konnte. So, ich hoffe, wenn er jetzt rankommt, dass wir dann die Claudette direkt zu Gesicht bekommen. Durch Barbecue. Er lebt noch. Da ist sie. Alles klar. Claudette, wo bist du hin? So, hier könnte sie nochmal... Jo, könnte sie, macht sie aber nicht. Die Punkte holen wir uns nochmal eben schnell. Und dann kommt sie mit und kommt hier vorne an den Haken. Und wir können auch mal gegen die Generatoren treten in der Zwischenzeit, weil Dwight darf jetzt sich zu Tode strampeln. Okay, schönes Ding. Oha, sind heute viele Loots da. Die habe ich um kurz nach... Echt? Waren die so lange heute in der Pipeline? Krass. Dann vielen Dank für die ganzen Loots, Leute. Looten und leveln, das muss drin sein. In einem Game. Danke für euren Support. So, ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Machen wir in den Keller gehen oder so? Den Entitus anbeten? Ah, hier hat jemand mir was geklaut. Sind aber zum Glück alle tot. Ach ja, schöne Runde. Hey, chill mal. Kein Grund, mich anzuwampeln. Mikrofon. Ach ja. So. GG. Schöne Runde. Und wir sind trotzdem nicht an unser Limit rangekommen. Aber ich habe ja auch ein bisschen was rausgeballert. Okay. Wenn ich morgen eine Folge aufnehme oder zwei, dann sollte ich 1 Million Blutpunkte sogar haben. Dann können wir mal wieder ein bisschen was rausballern. Da freue ich mich doch drauf. So, wie viele Punkte haben die Survivor denn so gemacht? Dadurch, dass wir den einen Memento Morit haben. Na, zwei Leute haben nicht wirklich viele, die anderen beiden war doch in Ordnung, denke ich. Okay, schönes Ding. Dann würde ich sagen, machen wir die Wette noch zu. Wir waren auf dem Autohaven Schrottplatz. Kumpelblase.